Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Business Talk, der Arzt als Unternehmer. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin hier heute in den heiligen Hallen der Deutschen Apotheker- und Ärztebank und habe mir einen Gast an meine Seite geholt, Herrn Jörn Mack, den ich kurz vorstellen möchte. Herr Mack ist 1966 in Mannheim geboren und hat eine klassische Ausbildung erst zum Bankkaufmann gemacht und war dann in unterschiedlichen Abteilungen wie Kreditabteilung, auch Gewerbekundenberater. Herr Mack war dann stellvertretender Filialleiter der Filiale Dortmund, zuvor noch, wie ich gerade sehe, Filialleiter bis 2005 der VR-Bank und seit 2005 ist er dann bei der APO-Bank und hat 2012 die Regionalleitung der Vertriebspartnerbetreuung übernommen und ist zusätzlich Leiter der Versorgungsstrukturen für die Region Nordwest. Ich könnte jetzt noch viel mehr vorlesen, Herr Mack, aber ich glaube, es ist ganz schön zu sehen, was mir aufgefallen ist in Ihrem Lebenslauf, dass Sie wirklich vom Praktiker zum Entscheider zur Führungskraft geworden sind. Und ich glaube, das ist für alle wichtig, die sich so mit dem Thema Bank und dem Thema Arzt, Niederlassung beschäftigen, dass man auch wirklich jemanden hat, der weiß, wovon er spricht, also der die klassische Laufbahn noch mitgemacht hat. Wir wollen uns ja immer wieder in dieser Podcast damit beschäftigen, wie können wir den Arzt als Unternehmer stärken und wie können wir ihm ja ein bisschen mehr Zuversicht für das, was er da tut, auch mit auf den Weg geben. Für uns ist einfach immer wichtig zu sehen, wie bereitet man auch das Gespräch mit der Bank vor, weil viele immer noch ein bisschen Sorge haben, wenn ich zu meinem Banker gehe, dann bin ich Bittsteller. Können Sie da vielleicht zwei Sätze zu sagen? Wie sehen Sie das aus Bankersicht? Ich bin selber aufgewachsen, als ich mein erstes Konto eröffnet habe, vor gefühlten 100 Jahren. Das war so dieses Thema als Bittsteller. Das hat sich natürlich gänzlich geändert. Wir sehen uns hier als kompletter Partner. Heißt, wenn jemand zu uns kommt als Arzt mit seinem Wirtschaftsberater und uns sein Vorhaben schildert, dann sehen wir uns als gleichwertiger Partner. Natürlich ist es klar, geht hier um Geld. Man möchte seine Finanzierung platzieren. Wir möchten aber gerne mit dem Arzt, der ja auch Unternehmer dann wird, als Selbstständiger, möchten wir mit ihm über seine Philosophie, über seine Visionen sprechen. Das möchten wir gerne verstehen und wir sind auch an der Stelle, wenn man uns lässt, gerne bereit, unsere Erfahrungen, die wir haben, kommen wir, glaube ich, später nochmal dazu, die mit einfließen zu lassen. Das ist sehr schön, weil ich glaube, gerade als Standesbank, also als die Bank, die sich in Deutschland wirklich hauptsächlich mit dem Thema Arzt, Medizin und alles, was damit zu tun hat, beschäftigt, glaube ich, macht das sehr viel Sinn, also auch die praktische Seite für den Arzt mit ins Boot zu nehmen und zu wissen, wovon spricht man denn da. Jetzt werden wir in unserer Beratungstätigkeit immer sehr häufig gefragt bei der Finanzierung der Praxis, wie finanziere ich denn eine Praxis? Und vor dem Hintergrund der Frage, gibt es die Praxisfinanzierung oder wie würden Sie das sehen? Gibt es das Auto? Also aus meiner Sicht gibt es das nicht. Eine Praxisfinanzierung ist sehr individuell. Natürlich reden wir dann über Laufzeiten, wir reden über Zinssätze, aber das ist alles nachgelagert. Im ersten Moment möchten wir mit dem Arzt nach der Vision darüber sprechen, was hat er sonst noch vor? Möchte er vielleicht noch eine Immobilie irgendwann erwerben? Was ist mit den Kindern? Oder wie ist das überhaupt mit der Familie? Das sind alles Themen, wo ich sage, Sie kriegen bei uns keine Schublade auf und da ist eine Finanzierung dabei raus, sondern man unterhält sich und baut die Finanzierung so auf, wie der Arzt sie dann am Ende des Tages haben möchte. Ich glaube, das ist wirklich ganz entscheidend. Das ist schon mal ein super Tipp und auch ein toller Hinweis, dass man eben sagen kann, es gibt eigentlich nicht die Finanzierung der Praxis, wie es nicht das Auto gibt, sondern es gibt eben nur die individuelle Finanzierung für den Arzt als praktischen Tipp sozusagen. Genau. Jetzt haben Sie gesagt, Laufzeiten sind vielleicht entscheidend. Wie lange finanziert man eine Arztpraxis? Gibt es da eine Vorgabe? Ja und nein. Also auch da, was möchte der Arzt? Wir sagen allerdings, die Finanzierung der Praxis sollte nicht länger als maximal 15 Jahre sein. Okay. Vielleicht in Ausnahmefällen kann man auch mal ein bisschen länger. Es gibt auch Ärzte, die sagen, sie möchten es gerne kurzfristiger Finanzierung. Wichtig an der Stelle ist, dass man auch das Thema Zinsen, Steuern, dass man das auch mit reinnimmt. Da reden wir gerne immer mit den Wirtschaftsberatern, aber auch mit Steuerberatern. Die sind an der Stelle für uns auch ganz wichtig, wichtige Partner.
Und jetzt komme ich wieder zu der ersten Frage zurück. Es gibt keine Standardfinanzierung bei Existenzgründungen, sondern alles ist wirklich sehr individuell. Das heißt aber auch, und das ist auch, glaube ich, ein guter Hinweis, das hört sich ja so ein bisschen so an, als wenn die Bank tatsächlich oder Sie als Bank auch so ein bisschen eine Steuerungsfunktion hat. Also zu sagen, wir holen auch den Berater, also den Wirtschaftsberater, den Steuerberater mit ins Boot, weil gerade auch steuerliche Themen natürlich bei einer Finanzierung immer wieder eine Rolle spielen. Also Sie haben gerade gesagt, 15 Jahre, das hängt ja auch in gewisser Art und Weise damit zusammen, wie schnell oder wie setze ich eine Praxis steuerlich an, wie sehe ich das aus der wirtschaftlichen Sicht und diese Aspekte berücksichtigen Sie also auch? Die berücksichtigen wir, aber die beraten wir nicht, weil da sagen wir, da Schuster, bleib bitte bei deinen Leisten. Klar. Wir können das Thema Finanzierung, jemand anders kann das Thema Wirtschaftsberatung, der Dritte sagt, ich habe das rechtliche Thema, der Vierte sagt, ich habe das steuerliche Thema. Und am Ende des Tages sitzen wir dann gerne mit allen Partnern zusammen an einem Tisch. Ja. Da merken wir immer mal wieder, dass der Arzt sich vielleicht überfordert fühlt. Aber das ist genauso, als wenn wir zum Arzt gehen. Mhm. Irgendwann kriegen wir eine Meinung und ich glaube sie dann. Mhm. Aber wir möchten immer wirklich diese Partner mit dazu nehmen, weil das ist ganz wichtig, dass die Finanzierung dann auf die Person passt. Wenn ich jetzt nochmal das zusammenfasse, heißt das also auf der einen Seite, es gibt zunächst nicht die Finanzierung, es gibt eine individuelle Finanzierung. Mhm. Sie holen alle Berater mit ins Boot, um nicht in der Richtung steuerlich, rechtlich, der Rechtsanwalt, den haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber auch mit dem Rechtsanwalt ist ja zu sprechen, wenn es um das Thema Übernahme oder Praxisfinanzierung geht, Sie holen den Wirtschaftsberater mit ins Boot. Das heißt, es ist letztendlich auch ein Team, was sich da für den Arzt aufbaut, um langfristig dann auch sicher zu sein, dass das, was man da tut, von mehreren Seiten geprüft worden ist, aber eben auch die Sicherheit hat, dass die Berater, die sowieso um ihn rum sind, eben auch alle mit einbezogen sind in dem Moment. Ne? Absolut. Und Herr Neumann, Sie haben gerade ein Wort gesagt, Langfristigkeit. Mhm. Das ist uns als Deutsche Apotheker und Ärztebank ganz wichtig. Wir möchten unsere Kunden langfristig betreuen. Es geht eben nicht nur darum zu sagen, jetzt schnell mal eine Finanzierung, sondern es geht wirklich um, und ich wiederhole mich da, um Visionen. Was möchte der Arzt machen? Was passiert nach der Existenzgründung? Mhm. Und da ist unser Ziel wirklich, unsere Kunden vielleicht schon in der Anstellung, in der Niederlassung, aber vielleicht sogar so weit, dass wir zusammenarbeiten, bis die Praxis wieder veräußert wird, weil der Arzt dann in das Rentenalter kommt. Mhm. Und das ist unsere Philosophie.